Hallo! Wenn du die große Hexprüfung starten möchtest, dann klicke auf eine der Zeugnisrollen. Bedenke eines: Wenn du die Hexprüfung beenden und später weiterspielen möchtest, dann klicke einfach wieder auf dieselbe Zeugnisrolle und du kannst da weiterspielen, wo du aufgehört hast. Viel Erfolg! Hey, Blocksberg! Schon aufgeregt? Hallo, Schubia! Hallo, Flaui Paui! Und, war's schwer? Puh, ich hab's gerade noch so geschafft. Egal! Hauptsache, die Hexprüfung ist bestanden! Oh Mann! Drückt mir bloß die Daumen! Ehrensache! Komm, wir düsen ab! Viel Glück, Baby! Danke! Kann ich gut gebrauchen! Tschüss! Bin ich ja mal gespannt, was die Hexen für mich vorbereitet haben. Dann wollen wir mal sehen, wie gut du deine Hexsprüche gelernt hast. So, Prüfling Bibi, nun zum Wesentlichen. Hexspruchkunde. Gib Buchstaben ein, die deiner Meinung nach in den Hexsprüchen vorkommen. Aber sei vorsichtig und achte auf die Katze. Für manche Menschen ist es besser, wenn sie nicht zu viel wissen, Bibi. Und hier habe ich einen Hexspruch, der dem Ehrenkodex der Hexen widerspricht.
Fall. Und einen Hexspruch, der sich auf das Essen bezieht. In diesem Spruch steckt eine Situationshexerei, Bibi. Wusste ich es doch. Ein Hexspruch für Tiere. So viel darf ich ja verraten.
toll! Bravo! Eine Eins, Bibi! Super! Dieser Hexspruch bezieht sich auf Dinge, mit denen man sich schmücken kann. Du musst Buchstaben auswählen, die im Hexspruch vorkommen können. Hier kannst du sehen, was Bibi für Noten hat. Du kannst dich, so oft du willst, in jeder Hexprüfung verbessern. Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Dann klicke hier noch. Von hier aus kommst du zurück in Manias Hexenlabor. So, welche Prüfung denn nun? Grüß dich, Bibi. Und auf geht's zur Besenflugprüfung. So, Bibi, deine Hexprüfung im Besenflug steht an. Ziel ist, so viele Hexsterne wie möglich zu fangen. Davon ist deine Zensur abhängig. Aber sei auf der Hut vor den Eulen, Wolken und Baumwipfeln. Gutes Gelingen. Danke, Tante Amanda. Los, Kartoffelbrei. Das schaffe ich allemal. Mächtig aufregend. Yippie! Mann, oh Mann! Yippie! Mächtig aufregend. Das schaffe ich allemal. Los, Kartoffelbrei! Mann, oh Mann! Das schaffe ich allemal! Los, Kartoffelbrei! Mächtig aufregend! Mann, oh Mann! Yippie! Das schaffe ich allemal. Mächtig aufregend. Mann, oh Mann! Yippie! Los, Kartoffelbrei! Das schaffe ich allemal! Gut gemacht, Bibi. Du hast eine 2. Bin ich wieder. Guten Tag, Bibi. Bist du bereit für den verhexten Spiegel? Hallo, Bibi. Schön, dass du da bist. Dieser Spiegel hat verschiedene Gesichter durcheinander gebracht. Ziel der Prüfung ist es, die Gesichter richtig zusammenzusetzen. Gut, mach ich.
Super! Eine Eins! Gar nicht so einfach. Hallo, Bibi. Deine Prüfung in hexischer Ordnung und Sauberkeit steht an. Bibi, diese Leuchtkäfer sind für uns Hexen eine Lichtquelle für nächtliche Hexentreffen. Könntest du sie bitte so schnell wie möglich wieder einsammeln? Aber Bibi, Finger weg von den Käfern, wenn sie rot-grün sind. Hast du mich verstanden? Ich werde mir Mühe geben. Ja, Bibi, du hast eine 3. Toll, Mami! Gut, was jetzt? Ich begrüße dich zur großen Kräuterkunde, Bibi Blocksberg. So, Bibi, für das Bestehen dieser Prüfung musst du über Kräuter und deren Wirkung Bescheid wissen. Fertig? Von mir aus kann es losgehen. Also, du deckst eine der roten Karten auf. Es erscheint ein Kraut, zu dem ich einen Hinweis gebe. Du, Bibi, musst nun unter den blauen Karten die dazu passende finden. Hör mir genau zu, dann ist es gar nicht so schwer. Das Mantelkraut ist eine Pflanze, die vertreibt schnell jede Wanze. Daneben. Manchen Menschen wächst ein Horn, wenn sie berühren den Rittersporn. Und weiter. Im leisen Wind wiegt sich der Flieder und säuselt süße Sommerlieder. Und weiter. Das ist Salbei. Gib gut Acht, weil es lange Ohren macht. Schade. Das Mantelkraut ist eine Pflanze, die vertreibt schnell jede Wanze. Gut zu wissen. Hast du Warzen und Furunkel, hilft dir stets das Kraut Ranunkel. Schade. Manchen Menschen weckt... Echt witzig! Die Essenz des Baldrian heilt dir manchen schlimmen Zahn. Hast du Warzen und Furunkel, hilft dir stets das Kraut Ranunkel. Wie geht's? Die schöne Pflanze Fingerhut, die lindert Schmerz am Herzen gut. Geschafft! In der Nähe einer Quelle wächst sehr oft die Küchenschelle. Quelle? Küchenschelle. Wenn du etwas hast am Magen, sollst am Eberwurz dich laben. Naja. Im leisen Wind wiegt sich der Flieder und säuselt süße Sommerlieder.
Das ist Salbei. Gib gut Acht, weil es lange Ohren macht. Jawohl. Wenn du etwas hast am Magen, sollst am Eberwurz dich laben. Klasse! Eine Eins! Super! Gern geschehen. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Willkommen zur Schwebeprüfung, Bibi. So, Bibi, dann werde ich mal prüfen, wie gut du dich auf die Schwebekunde vorbereitet hast. Du bekommst Futter und musst es zu den Eulen bringen, damit sie schön satt und zufrieden sind. Eigentlich einfach, aber so leicht darf ich es dir nicht machen. Ene, mene, starkes Beben, Dinge fangen an zu schweben. Hex, Hex! Und nun sei vorsichtig, meine Kleine. Alle Gegenstände, die in der Luft umherfliegen, darfst du auf keinen Fall berühren. Sonst können die schlafenden Eulen wach werden. Ene, mene, weiche Butter? Eulen brauchen dringend Futter. Hex, Hex! So ein Mist. Eine vorzügliche Leistung, Bibi. Eine Eins. Superklasse! Gar nicht so einfach.
Hier findest du lustige Tränke für echte Hexen, Bibi. Hallo, Bibi. Du kannst dir hier hexische Tränke aussuchen und wenn du willst, nachmixen. Viel Spaß! Walpurgisnachttrank. Hört sich gut an. Hui, Tante Manjas Muntermacher. Super, den Sommernachtstraum kann ich auf meinem nächsten Geburtstag mixen. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Alles auf dem Kopf. Ich begrüße dich zu deiner Prüfung in hexischem Reaktionsvermögen. Hallo, Bibi. Du startest gleich mit deiner Prüfung im hexischen Reaktionsvermögen. Es gilt, so viele Gegenstände wie möglich aus Manias Kommode aufzufangen, damit bei der guten Mania nicht alles kaputt geht. Aber Achtung! Fange auf gar keinen Fall Dinge, die krabbeln können. Und zum Fangen benutzt du am besten den spitzen Hexenhut. Wird schon schief gehen, Mami. Bin bereit. Ene mene Suppentopf. Alles steht nun auf dem Kopf. Hex, Hex! Eine 2. Klasse! Gar nicht so einfach. Herzlich willkommen zum Hexen-Einmal-Eins, Bibi. Fertig zum Hexen-Einmal-Eins, Bibi. Und los. Ich stelle eine Frage zu hexischen Gebräuchen und zu hexischer Lebensart. Du bekommst 4 Antworten zur Auswahl. Aber nur eine stimmt. Ergänze die Aussage. Das Verfluchen von Menschen ist erlaubt, nur in Ausnahmefällen möglich, nicht nett, hat aber für Hexen keine Auswirkungen, verboten und kann den Verlust von Hexkraft zur Folge haben. Und weiter! Welche Haustiere habe ich? 12 Fledermäuse, 12 Fledermäuse und einen Raben, 12 Katzen und 12 Eulen und einen Raben? Keine. Und weiter! Wie viele Hexsprüche müsst ihr Junghexen insgesamt lernen? 51, 118.492, 218.614, unendlich.
ergänze die Aussage. Hexereien zum eigenen Vorteil verlieren nach kurzer Zeit ihre Wirkung, sind gut zum Geldverdienen, werden vom Hexenverband streng bestraft, haben schon so mancher Hexe geholfen. Wusste ich es doch! Welche der folgenden Hexen ist keine Junghexe? Arcadia, Flauipaui, Schubia, Walpurgia. Ist ja Kinderhexen leicht! Super Dufte! Eine 2! Mal gucken, was es sonst noch so gibt. So, Bibi. Hier kannst du dich im Mixen eines Hexentrankes prüfen lassen. Hallo, Bibi. Deine Prüfung im Mixen von hexischen Tränken. Wenn du dir eine der Flüssigkeiten nimmst, gebe ich dir Tipps und Hinweise, in welches Reagenzglas die Elixiere hineingehören könnten. Im nächsten Schritt werden die Reagenzgläser mit Kräutern gefüllt. Und die dritte und letzte Aufgabe deiner Prüfung ist es, die hexischen Tränke mit Garnituren zu dekorieren. Aber fang jetzt erst einmal mit den Flüssigkeiten an. Ach ja, viel Glück, meine Kleine. Bist du bereit? Klar, Mami. Die grüne Flüssigkeit kommt in ein Glas mit Korken. In ein Reagenzglas mit eckigem Boden kommt die blaue Flüssigkeit. Ein Reagenzglas mit Etikett, hier hinein die gelbe Flüssigkeit. In ein Glas ohne Trichter kommt die rote Flüssigkeit. Ein Reagenzglas mit Etikett, hier hinein die rote Flüssigkeit. In ein Glas ohne Trichter kommt die rote Flüssigkeit. Ein Reagenzglas mit Etikett, hier hinein die rote Flüssigkeit. In ein Glas ohne Trichter kommt die rote Flüssigkeit. In ein Glas mit Schraubverschluss fülle die grüne Flüssigkeit ein. Die blaue Flüssigkeit gehört in ein Gefäß aus Milchglas. Ein Reagenzglas mit Etikett, hier hinein die blaue Flüssigkeit. Die gelbe Flüssigkeit kommt in ein Glas ohne Korken. In ein Glas mit Trichter kommt die gelbe Flüssigkeit. Ein Reagenzglas mit Etikett, hier hinein die gelbe Flüssigkeit. Super! Das hast du toll gelöst! In ein Glas mit Schraubverschluss soll das Wangenrot rein. Das Wangenrot kommt in ein Glas mit Korken. In ein Glas mit Schraubverschluss, das hier gehört in ein Gefäß aus Kristallglas. Der Hustenklee kommt in ein Glas mit rundem Boden. In ein Glas mit Trichter gehört die Kicherkresse. Die Kicherkresse in ein Reagenzglas mit Etikett. Das Plauderkraut kommt in ein Glas mit rundem Boden. Das hier gehört in ein Gefäß aus Kristallglas. Das Plauderkraut kommt in ein Glas mit rundem Boden. Das Wangenrot kommt in ein Glas mit Korken. In ein Glas mit Schraubverschluss soll das Wangenrot rein. Das Wangenrot kommt in ein Glas mit Korken. Der Hustenklee kommt in ein Gefäß mit Korken. Das hier gehört in ein Gefäß aus Kristallglas. Die Kicherkresse gehört in ein Gefäß mit Tülle.
In ein Glas mit Trichter gehört die Kicherkresse. Das hier gehört in ein Gefäß aus Kristallglas. Super! Ich hab alles richtig! Wunderbar! Jetzt hast du es gleich! Der Strohhalm gehört an ein Reagenzglas mit Tülle. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört das Zitterschilfgras. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört das Zitterschilfgras. An ein Glas mit Schraubverschluss steckst du die Rabenfeder. Der Blinkhexstern gehört an ein Glas mit Trichter. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört der Blinkhexstern. Mit dem Blinkhexstern garnierst du ein Glas mit eckigem Boden. Der Blinkhexstern gehört an ein Glas mit Trichter. An ein Gefäß mit Korken, die Rabenfeder. An ein Glas mit Schraubverschluss steckst du die Rabenfeder. An ein Gefäß mit Korken, die Rabenfeder. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört das Zitterschilfgras. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört das Zitterschilfgras. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört der Strohhalm aus Schlingpflanze. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört das Zitterschilfgras. An ein Reagenzglas mit Etikett gehört das Zitterschilfgras. Der Strohhalm gehört an ein Reagenzglas mit Tülle. Haha, endlich geschafft! Ganz toll, meine Kleine. Super! Eine Eins! So, welche Prüfung denn nun? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Hast du auch dein Zeugnis nicht vergessen, meine Kleine? Na klar habe ich mein Zeugnis dabei. Hört auf, rumzutrödeln. Der nächste Prüfling wartet schon auf uns. Ene mene mai, flieg los, Kartoffelbrei. Guten Flug. Tschüss, bis zum nächsten Mal.